Hallo und herzlich willkommen bei Sipadite. In diesem Video werde ich weisen, wie man den Motorraum putzen. Wenn du in Zukunft noch mehr Videos rund um die Autopflege gesehen, dann vergiss nicht, dich zu abonnieren. Wie immer sind alle benutzte Produkte innen am Video verlinkt. Bevor wir aufhängen, decken wir alle möglichen elektrischen Komponenten mit einem Plastik zu, wie zum Beispiel Batterien, Alternator oder so viel. Dann spritzen wir den Motor ein erstes Mal mit Wasser auf. Dabei muss ich darauf aufpassen, nicht zu lange auf einem Platz stehen zu bleiben, dass sich nicht so viel Wasser sammeln kann und nicht eventuell die Elektronik beschädigen. Ein Motorwäsch möchte ich immer bevor in den ganzen Auto wäscht, weil der Knast einfach teilweise auf die Karosserie kommt. Wir fangen nur mit dem Kapo, weil beim Wäschen den Dreck von hier hoch auf den Motor fällt, so sind wir die Tür belabert. Dann sprühen wir die Flächen, die wir putzen wollen, großzügig mit einem Degresseur an, reifen das dann mit einem Pinsel an. In meinem Fall von den schwarzen Platzen im Kapo handelt es sich um Hohlraumversiegelung. Das kriege ich mit einem Gutrons entferner Wäsch. Den habe ich auch abgespritzt und ein bisschen Abwege gelöst und dann nur mit dem Pinsel angerieben. Nach dem Kapo kommen wir zu dem Motorraum. Auch hier spritze ich alles mit einem Degresseur an und verreibe es mit einem Pinsel. Für die grosse Fläche habe ich ein Müllfelgebiest geholt. Das lässt sich mir sehr verschaffen. Und nur für die Teile habe ich einen Pinsel benutzt. Der Tisch spulen wir den Knast mal immer näher auf, für besser zu sehen, wo der Knast nachsetzt. Am Schluss spulen wir den ganzen Motor nach einmal auf. Für zu drüsten hüllen wir alle Mikrofaserdischer oder wie ich es bevorzuge, die mir billig, aber ganz gut Mikrofaserdischer von Amazon Basics.
Nicht am Schluss vergessen, all die Plastiknetz von den Elektrodelen auch aufzuholen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, gehe ich mich über deinen Daumen hoch freuen. Und wenn du in Zukunft nach mehr so Videos willst, dann abonniere dich. Merci und bis gespannt.